Heute bin ich wieder bei Marco. Heute besprechen wir, wie ich selber ein Eigenheim finanzieren kann, möglichst effizient und dass ich so wenig Eigenkapital wie möglich einsetzen muss. Der Marco ist da nämlich Profi drin. So, Marco, was brauchst du von mir für Unterlagen, wenn ich hier ein Exposé habe und sage, der Preis ist verhandelt, was muss ich machen, um möglichst gut dazustehen? Okay, also klar, Vorbereitung, wie bei unserem ersten Interview, wo wir ja gemacht haben, ist das A und O, nicht nur als Kapitalanleger, sondern auch als Eigennutzer. Wir haben ja mal die Checkliste zur Verfügung gestellt für euch. Also das heißt im Endeffekt, was brauche ich von dir als Kreditnehmer? Das ist das eine. Ja. Und was brauche ich natürlich für Objektunterlagen? Ja, es ist natürlich durch die gesetzliche Regulatorik immer mehr geworden. Ja, ein Exposé reicht da nicht aus. Ja, man braucht ja, ob das jetzt ein Grundbuchauszug ist, einen Lageplan, eine Wohnflächenberechnung, bemaßte Grundrisse und. Ja, da haben wir dir ja die Checkliste auch zur Verfügung gestellt. Und das ist natürlich das A und O, dass wir alle Unterlagen haben, dass wir alle Unterlagen vollständig haben. Vom Objekt. Vom Objekt, aber auch von dir als Kreditnehmer. Und da will ich einfach nur nochmal betonen, das Thema nicht nur einfach sagen, ich habe 10.000 Euro auf ein Sparbuch, sondern wirklich mir oder der Bank offenlegen, alle deine Vermögenswerte, was du hast. Weil umso mehr du hast, umso besser ist deine Bonität, auch wenn wir bei der Finanzierung dann weniger einsetzen. Ja, okay. Das ist ganz entscheidend. Machen wir ein Beispiel. Das Ding kostet jetzt 200.000 Euro. Ja, 30.000, 20.000 werden die Nebenkosten, übertrieben gesagt. Und du gibst dann in deiner Selbstauskunft dann nachweisend über 20.000. Das ist schön. Ja, das ist ja eigentlich das Nötigste, was man braucht. Aber für die Bank ist natürlich besser, wenn sie sehen kann, Mensch, als Kinder, der Fabian, der hat ja 100.000 noch im Depot. Plus die 20.000. Brauche ich dann nur 10 oder so, wenn ich mehr zeige? Wenn du mehr zeigst, kann es schon sein, dass natürlich dann du weniger Eigenkapital brauchst, weil die Bank im Hinterkopf weiß, aha, da ist ja noch was da. Okay. Und das ist ja jetzt was, was du wahrscheinlich nicht gleich liquidieren wirst. Also ein Wertpapierdepot wird man nicht gleich auflösen oder verkaufen, sondern das ist natürlich, da ist die Bank eher bereit, mehr zu finanzieren, wie sie müsste. Okay. Und wenn man das jetzt so macht, also gibt es dann noch irgendwelche Zusatzprodukte, die du empfehlen würdest abzuschließen? Weil manche sagen, ja, Bausparverträge sind gut und manche sagen, das sind nichts. Und da gibt es ja auch Versicherungen und Kombinationsmöglichkeiten ohne Ende. Ja. Ja oder nein? Was sagst du dazu? Also es kommt drauf an, sage ich jetzt mal so, weil es ist im Endeffekt wirklich so, ihr müsst euch immer eins denken, Eigenheim ist eine Konsumschuld. Das heißt, ihr konsumiert jeden Tag den Wohnraum. Es gibt keinen Mieter, der euch irgendwas abzahlt. Klar, es gibt vielleicht eine Einliegerwohnung oder sonst was. Ihr könnt ganz wenige Dinge nur selbst, ich sage jetzt mal, steuerlich Geld machen. Ja, ja. Fast gar nichts. Ja. Und es ist komplett konträr natürlich zur Kapitalanlage, wo man eigentlich das Motto geht, so lange wie möglich eine gesunde Verschuldung haben, weil ja der Mieter alles abzahlt und ich alles steuerlich Geld machen kann, muss man natürlich bei der Eigenheimfinanzierung gucken, dass du so schnell wie möglich auf Null kommst. Mhm. Ja, weil es eine Konsumschuld ist. Und es kann natürlich schon dahingehen, also ich kann es aus meiner eigenen privaten Erfahrung sagen, als ich jetzt mein Eigenheim, mein Einfamilienhäusle quasi finanziert habe, habe ich tatsächlich einen Baustein mit Bausparen gemacht, weil einfach das gepasst hat. Ja, das heißt, normalerweise empfehle ich schon die annuitätische Finanzierung, aber Sparkassen, Volksbanken bieten halt nicht immer 30 Jahre im annuitätischen Bereich an, sondern nur in Kombination mit einem Bausparvertrag. Und ich sag mal, wenn ich mit Bausparen eine 30-jährige Kondition kriege von 1,2 oder 1,15%, dann lohnt sich auch Bausparen, wenn man es effektiv gesehen einkalkuliert. Ja? Und dementsprechend gibt es jetzt hier keine, ich sag jetzt mal, ja, eine Grundaussage mit Zusatzprodukten oder Tilgungsersatzmitteln, wie man es auch sagt, nicht machen. Ja? Was ich immer nicht empfehle, ist eine Versicherung. Also, dass man sagt, als Tilgungsersatzmittel für die Tilgung nimmt man eine Lebensversicherung. Das hat man früher gerne gemacht. Fremdwährung? Würde ich auch nicht empfehlen. Weil Aktiendepot? Würde ich auch nicht empfehlen, weil natürlich nur Bauspar. Also wenn, dann würde ich wirklich nur das Thema Bausparen empfehlen als kleinen Baustein. Aber es muss dann wirklich individuell mit einkalkuliert werden, ob es passt zu dir als Person. Aber das Thema Fremdwährung, das Thema Wertpapiere, das Thema Versicherung mit Vorsicht zu genießen. Also ich habe bisher sehr selten Kunden gesehen, wo es sich gelohnt hat. Okay. Ja, und ich würde das, wie gesagt, immer nur separieren. Ja, dass man es wirklich nicht gebunden hat, weil du hast keine Flexibilität dann mehr. Und Währungsrisiken, das kann richtig teuer werden. Ja, okay. Bietet auch nicht mal jede Bank an, muss man auch dazu sagen. Okay. Ja. Und dann würdest du die Finanzierung so machen, dass in 20 Jahren abgezahlt ist? Oder was ist so ein Horizont, wo du sagst, hey, wenn du dir das leisten kannst, in der Zeit abzuzahlen, dann war der Kaufpreis nicht überzogen?
Also ich sag mal, eine Hausnummer ist immer so, mittlerweile, weil einfach die Preise ganz anders sind, ist immer zwischen 25 und 30 Jahre. 20 Jahre wäre der Wunsch, wir müssen aber auch realistisch bleiben. Jeder Mandant fragt mich auch immer nach Sondertilgungsmöglichkeiten, das ist standardgemäß immer dabei. Aber sind wir auch mal ehrlich, ich sag mal, wenn 100 Leute Sondertilgen wollen, wie viel machen es dann tatsächlich? Ein, zwei Leute, wenn überhaupt. Machst du es? Warum? Ich versuch's und ich mach's auch bisher. Ja. Aber auch da weiß man nie, es kommt ein weiteres Kind, die Frau möchte ein neues Auto, eine neue Küche, großer Urlaub oder irgendein Unfall oder keine Ahnung. Ich sag mal, die Option zu haben ist gut, aber ich sag mal, die wenigsten machen es dann tatsächlich. Und deshalb empfehle ich dann im Zuge dessen wieder, so machen wir das immer bei unseren Mandanten als Finanzierungsgespräch, dass man sagt, wir gucken uns erstmal die Finanzierung an sich an. Ja? Wir machen im Nachgang auch immer eine Analyse, um auch das Thema, ich sag mal, Absicherung, Versicherung auch wiederum anzuschauen, weil das ist auch ein wichtiger Punkt. Haupternährer, man nimmt jetzt 1 Million Euro auf oder 500.000, was ist, wenn der Haupternährer wegfällt? Also das Thema Absicherung ist auch ein wichtiger Punkt, wo man nicht außer Acht lassen darf. Und das sollte man auch in seine Rate einkalkulieren. Also Thema Risiko, Lebensversicherung oder was auch immer. Wir müssen aufgrund der Wohnkreditlinienverordnung den Kunde darauf hinweisen. Ob er es nachher macht, ist seine Entscheidung. Ich finde es aber wichtig, vor allem wenn man Familie hat. Ja, da kommt dann ja auch wieder die Versicherung dazu, sage ich jetzt einfach mal. Und das ist natürlich auch nochmal eine monatliche Rate. Und dass man sagt, Mensch, Thema Sondertilgung, ich habe jetzt hier meine fixe Rate, ich habe hier meine Nebenkosten, ich habe meine Absicherung und ich versuche jeden Monat was zur Seite zu legen in einen Vorsparplan, ETF-Sparplan oder was auch immer. Und damit mache ich dann Sondertilgung als Beispiel. Okay. Aber ich bin ja da nicht an der Finanzierung dran gebunden, sondern die Wertpapiere laufen und ich könnte sie verwenden für was ich will. Und so habe ich mehr die Option, das zu machen. So mache ich es zum Beispiel privat. Okay. Ja. Richtig. Ja gut, dann danke auf jeden Fall, wie du das machst, dass du es uns gezeigt hast, erklärt hast. Und ja, wenn ich irgendwann mal was kaufen sollte für den Eigennutz, werde ich es vielleicht auch so machen, wenn ich was kaufe. Sehr gerne. Ja, in Amerika sagt man immer mieten, also lieber das Eigenheim mieten und nur Kapitalanlagen kaufen. Ja, ja. Sagen ja viele Immobilieninvestoren. Also man muss schon sagen, ein Eigenheim ist ein Luxusgut, muss man einfach so sagen. Ja. Es ist jetzt keine Kapitalanlage oder sowas, sondern ich konsumiere den Wohnraum. Und kostet immer Geld. Und kostet immer Geld, auch wenn es abbezahlt ist. Kannst auch nicht abschreiben oder nichts. Ne? Richtig, ich muss trotzdem die Renovierung zahlen, trotzdem die Gebäudeversicherung, trotzdem die Nebenkosten. Es kostet immer Geld. Ja. Und es ist schon ein Luxusgut, aber ich sag mal, hier im Schwabenländle will man natürlich oftmals sein Eigenheim. Also bei mir war es auch so. Ich habe immer eigentlich günstig zur Miete gewohnt und habe meine Kapitalanlagen gekauft. Ja. Ja, damit konnte ich sie auch kaufen, weil ich natürlich meine Fixkosten niedrig gehalten habe. Aber ich habe jetzt ja, wie gesagt, mittlerweile Kinder. Und dann will man sich den Luxus natürlich dann auch gönnen. Das ist dann einfach so. Da will man seinen Garten haben, da will man seinen Platz haben, sein Eigenheim. Aber das ist wirklich eine Entscheidung, die jeder selber treffen sollte. Okay, dann danke auf jeden Fall für die Einblicke. Dir weiterhin viel Erfolg beim Sondertilgen und bis bald. Dankeschön. Ciao, mach's gut.